So, schönen guten Tag hier aus München von der Firma Softing IT Networks. Ich darf alle Teilnehmer ganz herzlich begrüßen zum Auftakt unserer diesjährigen Webinarserie. Mein Name ist Alfred Huber. Ich werde Sie heute durch die Präsentation führen, mache das aber nicht ganz alleine. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl, die wir haben, habe ich noch einen Kollegen an meiner Seite, der sich gleich selber vorstellen wird und seine Aufgabe ein bisschen erklären wird. Bitte schön. Ja, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Matthias Kaven. Ich bin Head of Sales und Marketing zuständig für den europäischen Bereich im Verkauf. Werde hier ein bisschen unterstützend eingreifen. Sie haben meistens rechts an Ihrer Seite eine schöne Leiste, ein sogenanntes Dashboard. In diesem Dashboard können Sie einige Sachen vornehmen. Auf der einen Seite finden Sie dort drei Unterlagen. A, ein PDF dieser Präsentation, B, natürlich unseren Gesamtkatalog und C, ich glaube, unsere aktuelle Webinarreihe, die heute startet mit insgesamt 16 Webinaren, die jetzt über die nächsten 6, 7 Wochen stattfinden werden, jeweils am Dienstag und am Donnerstag ab 14 Uhr werden wir eine ganze Reihe an technischen Webinaren präsentieren. Also hier können Sie die Unterlagen schon mal downloaden. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, dann haben Sie dort auch eine Chat-Funktion. Dort können Sie eine Frage reinschreiben. Wir werden sie nicht gleich beantworten eventuell, sondern ich werde die einfach aufnehmen und am Schluss dann dem Herrn Huber die Fragen stellen. Und bevor ich Sie jetzt weiter langweile, verschwinde ich wieder aus dem Bild und bediene den Chat und gebe das Ganze an den Alfred Huber weiter. Viel Spaß beim Webinar. Macht wieder ein bisschen Distanz. Jo, wunderbar. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Was ist Thema des heutigen Tages? Thema ist halt die Kupfernetzwerkerei-Einführung. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht und hatten sehr viel Response dafür. Auch konstruktive Kritik für unsere Grundlagenseminare. Konstruktive Kritik war, dass letztes Jahr, wie wir es gemacht haben, war es zu lang. Also zwischen 1,5 und 2 Stunden hat die Grundlagenwebinar gedauert. Wir möchten das heuer wieder machen, aber etwas anders. Und deswegen haben wir uns heuer überlegt, dass wir dieses Grundlagenseminar Kupfer und auch Glasfaser dann, dass wir die splitten in drei Teile. Und was wir heute machen werden, ist so die absolute Basic-Einführung in die Netzwerkerei, also wirklich ganz unten als Hinführung zum nächsten Teil, nächste Woche, wo es dann schon eher in das Eingemachte geht, wo es dann ums Messen geht, wo es dann ums Zertifizieren von Strecken auch geht. Aber heute soll eigentlich nur sein, ein ganz einfacher Einstieg in das ganze Thema Netzwerkerei, Kupfernetzwerkerei. Also wie gesagt, stay tuned, bleiben Sie auch bei den nächsten Teilen dabei, um das Ganze zu erleben. Okay, was ist die Agenda des heutigen Tages? Natürlich erstmal der Höflichkeit halber wollen wir uns vorstellen. Wer ist die Firma Softing? Wer ist die Holding und so weiter, IT Networks? Dann eben ganz kurz schon auf anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen eingehen. Wie ist der grundsätzliche Aufbau? Wie funktioniert das Drei-Ebenen-Modell der Büroverkabelung? Dann schauen wir uns an, aus was besteht eine Kupferverkabelung? Ganz einfach, Kabel, Komponenten und so weiter. Dann gehen wir schon ein bisschen rein in das Technische. Da gucken wir uns dann an, halt, welche Stufen, welche Leistungsstufen gibt es? Und vielleicht auch dann, welche Leistungsstufe ist zu welcher Anwendung dazu passen. Und natürlich dann zum Schluss unser Hauptthema eigentlich als Messgerätehersteller, Testen und Messen von Verkabelungen. Aber wie gesagt, eben nur als Hinführung eigentlich schon zu unserem nächsten Teil, wo dann dieses Thema Testen und Messen definitiv vertieft wird. Fangen wir mal an. Wer sind wir? Wer ist die Firma Softing? Die Firma Softing ist eine Aktiengesellschaft, besteht aus einer Holding. Die Fakten und Zahlen dahinter. Wir haben unseren Hauptsitz hier in Haar bei München. Gegründet wurde die Softing 1979. Börsengang war dann 2000. Umsatz irgendwo 90 Millionen Euro im Jahr. 400 Mitarbeiter, so ein deutsches, typisches mittelständisches Unternehmen. Und natürlich auch Niederlassungen auf der ganzen Welt verteilt. Die Softing selber ist eigentlich dreigeteilt von ihrem Portfolio, was sie anbieten. Unser Hauptstandbein und Hauptsäule ist der Automotive-Bereich. Was macht der Automotive-Bereich? Automotive, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit Diagnose von Fahrzeugsteuergeräten und alles, was damit zusammenhängt. Klassischer Vorgang ist, Sie bringen Ihr Auto in die Werkstatt, Auto ist defekt.
kein Mechaniker der Welt springt mir jetzt sofort im Motorraum, taucht den Ölsumpf und guckt nach irgendwelchen Schrauben, sondern es wird erstmal per Laptop oder per Tablet verbindet sich ein Techniker und liest die Fehlerspeicher im Auto aus und diese Hilfsmittel, die dazu benötigt werden, das kommt von der Firma Softing. Zweites großes Standbein der Firma Softing ist die Industrial. Industrial heißt eigentlich Industrial Automation. Hier gibt es Produkte und Technologien für die industrielle Produktion. Wichtige Produkte sind, nennen wir es nur Übersetzungsmodule, die da gebraucht werden, um zwischen den einzelnen Maschinen zum Beispiel eine Produktionsstraße zu vermitteln. Das Problem, das die Industrial-Leute oft haben, ist, dass jede Maschine ihr eigenes Protokoll spricht, ihre eigene Sprache spricht. Und um eine Produktionsstraße zum Fliegen zu kriegen, müssen sie halt einfach eine Möglichkeit schaffen, dass Protokolle übersetzt werden. Sogenannte Gateways werden dazwischen geschaltet und da ist Softing einer der großen Anbieter dafür. Was auch noch gemacht wird im Industrial-Bereich, ist Datensammeln, nehmen wir es mal so. Heutzutage gibt es einen großen Trend in der Produktionssteuerung, dass man einfach an jede Maschine ein Rechenzentrum anschließt und die Maschinendaten sammelt, die da rauskommen aus der Maschine, um festzustellen, läuft die Maschine gut? Zum Beispiel machen die Lager irgendwie Geräusche, um im Vorfeld schon rauszukriegen, ob die Maschine vielleicht irgendein Problem hat. Das Schlimmste, was ja heute passieren kann, ist, dass eine Produktionsstraße plötzlich steht und keiner weiß, warum und man muss mühselig Fehler suchen dahinter. Also das ganz wichtiger Punkt heute, Daten zu sammeln, Daten zu vergleichen gegen Muster, wo schon mal ein Problem war und so weiter. Und da unterstützen auch unsere Kollegen von der Industrial Automation. Wir IT Networks, wir sitzen da schön dazwischen drin mit unseren Messtechniken für Ethernet-Verkabelungen oder für Verkabelung generell. Was haben wir mit Automotive und Industrial zu tun? Wir kommen ja eigentlich aus der Gebäudeverkabelung, aus Büroverkabelung ist ja unsere Domäne. Hat sehr viel damit zu tun, weil zum Beispiel im Segment Industrial bewegt sich gerade die Protokollsprache auch hin zu Ethernet, also weg mit diesen ganzen Feldbussystemen, alles was da verwendet wurde bisher. Und da gibt es einen starken Trend, das Ganze mit Ethernet kommunizieren zu lassen. Dasselbe Trend gibt es auch im Automotive-Bereich, das heißt in den Fahrzeugen drin gibt es bereits Ethernet-Netzwerke, die zum Beispiel das ganze autonome Fahren kontrollieren und steuern. Das wird noch ausgebaut. Was oft noch drin ist im Auto, ist CAN-Bus, der die ganzen Lichter, Blinker und alles steuert. Den beginnt man jetzt auch zu ersetzen durch Ethernet. Das heißt, im Endausbau wird so ein Fahrzeug auch komplett Ethernet sprechen. Wo kommen wir ins Spiel? In dem Moment, wo Ethernet als Anwendung irgendwo einzieht, braucht es Messtechnik, weil Ethernet nämlich auch immer eigene Verkabelung mitbringt. Und die eigene Verkabelung muss bei Ethernet separat getestet werden, wird nicht mit dem Protokoll sozusagen im Hintergrund mitgetestet, sondern egal wo Ethernet einzieht, braucht man Testmöglichkeiten für Ethernet. Und deswegen sitzen wir da in der Mitte drin bei diesem Bild, was wir vorher gesehen haben. Also IT Networks, wir machen Messtechnik für Netzwerke im Grunde. Wo sind wir auf der Welt verteilt? Ja, recht gut prominent verteilt. Hauptstandort hier in München, München H. Wo haben wir noch große Niederlassungen? Natürlich in Amerika, riesengroßes Territorium. Knoxville ist da unsere Zentrale, Knoxville, Tennessee. Kennt man vielleicht, die Whisky-Trinker unter den Zuhörern. Zweites großes oder drittes großes Standbein haben wir noch in Asien, in Singapur. In Singapur sitzt unsere Entwicklungsabteilung. Und gleich hinter der Stadtgrenze von Singapur ist Malaysia. Das ist die Entwicklung, die Produktion unserer High-End-Geräte, was alles gesteuert wird von München aus. Und Singapur macht auch den Zugang ins asiatische Gebiet. Was man hier auf dem Bild noch sieht, diese ganzen blauen Punkte, diese blauen Niederlassungen, was sich sehr elegant liest, London, Paris, Mailand, Wien, Shanghai, klingt eher ein bisschen nach Modebranche, aber das sind unsere Vertriebsniederlassungen, die spezielle Territorien eben betreuen auf der ganzen Welt. Und wie gesagt, Shanghai ist unser jüngstes Baby, seit 2016 erst. Für den chinesischen Markt braucht man eigene Niederlassungen damit. Was haben wir jetzt für Produkte, die wir in diesen Märkten platzieren? Sehen wir hier auf der nächsten Folie. Hier ist mal ein kleiner Überblick zusammengestellt. Nennen wir es mal die Vertriebsfolie. So, hier sehen wir unsere Bilder, verschiedenste Produktbezeichnungen und so weiter. Wir werden manche Produkte jetzt in der Präsentation auch noch der Reihe nach sehen, wie sie eingesetzt werden, auf welche Ebene sie in unserem Bereich sozusagen greifen. Gucken wir uns erstmal an, wo wollen wir jetzt gerade uns beschäftigen, auf welcher Ebene. Wir wollen uns jetzt mit neutralen, dienstneutralen, strukturierten Verkabelungen beschäftigen. Und als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal die Büroumgebung, wie klassischerweise Bürogebäude verkabelt wird.
Und da haben wir diese klassische Dreiteilung der Bereiche. Wir haben die Primär-, Sekundär- und Tertiärverkabelung. Primär- und Sekundärverkabelung, das sind typischerweise Glasfaserverkabelung. Da werden wir am Donnerstag drauf einsteigen, was wie Glas funktioniert, Datenübertragung über Glas. Tertiärebene, also die Ebene auf der horizontalen, auf der Etage, das ist die klassische Kupferverkabelung. Hat man mal versucht, gegen Glasfaser auszutauschen, hat nicht funktioniert. Kupfer ist auf dieser Ebene so stark wie selten zuvor. Warum? Weil Kupfer Möglichkeiten bietet, die Glasfaser nicht hat, nämlich Leistung zu übertragen, Strom zu übertragen. Stichwort im Hintergrund ist PoE, Power over Ethernet. Da verliert Glasfaser, weil natürlich keine Leistung über Glas übertragen werden kann. Aber wie gesagt, wir wollen uns auf dieser Ebene jetzt da ein bisschen aufhalten, auf der Tertiärebene. Das ist unser Thema für heute. Was definiert jetzt die Tertiärebene? Wie schauen jetzt die Datenübertragungsleitungen aus auf einer Tertiärebene? Fangen wir mal an, die Strecken zu zerpflücken. Das Erste, was man reinlegt normalerweise, sind Datenkabel oder Kabel einfach. Das Kabel, was wir heutzutage verwenden, ist das sogenannte Twisted-Pair-Kabel. Twisted-Pair-Kabel mit typischerweise vier Paaren drin, vier Aderpaaren, das heißt acht Leitungen. Und im Wesentlichen gibt es zwei Bauformen, die auf der Welt verwendet werden. Das erste, was man oben sieht, sind die sogenannten ungeschirmten Kabel. In diesen ungeschirmten Kabeln, die man auch UTP-Kabel so im Umgangston nennt, finden wir die vier Übertragungspaare, jeweils bestehend aus einem farbigen und einem weißen Adernpaar. Diese Paare sind verseilt. Die Paare werden oft durch Kunststoffkreuze sozusagen, die mitlaufen, in dem Kabel voneinander getrennt. Und um diese vier Paare, um sie zusammenhalten, findet sich ein Kunststoffschirm, der das Ganze, wie gesagt, eben zusammenhält. Aber was nicht drin ist, sind irgendwelche Abschirmmechanismen, Abschirmbleche oder sowas, Gitter oder sowas, sowas ist nicht drin. UTP, muss man fairerweise sagen, dominiert auch die Welt. Irgendwo mit einem Marktanteil von 80-90% wahrscheinlich auf der Welt sind Datenverkabelung ungeschirmt. Bei uns eigentlich völlig Nischenprodukte, die ungeschirmten Kabel. Was wir verwenden, sind geschirmte Kabel und das Bild unten zeigt den typischen Aufbau der Kabel, wie wir sie bei uns in der Netzwerkerei einsetzen. Nennen tun wir sie einfach abgekürzt immer STP-Kabel, soll Shielded Twisted Pair dahinter stehen. Also was wir noch rumpacken um unsere Strom- oder datenführenden Paare, sind irgendwelche Formen der Abschirmung. Und da gibt es jetzt verschiedene Ausführungen. Was man hier unten sieht, ist das, was oft so als STP-Kabel oder als klassisches CAT-Kabel bezeichnet wird. Das heißt, ich habe mein Aderpärchen, um das Aderpärchen herum gibt es eine Blechfolie, die gewickelt ist. Und um dieses Vierergebilde herum finden wir ein Schirmgitter, ein Geflechtschirm, der außenrum ist. Aufgabenstellung dieser einzelnen Schirme ist relativ klar definiert. Die Einzelabschirmung der Adernpaare soll Hochfrequenzaustausch zwischen den Paaren unterbinden. Das heißt, dass sie gegenseitig Signale stören können, Adernpaare gegenseitig beeinflussen. Das ist die Aufgabe von dem Schirm. Von dem Blechschirm da außenrum, von dem Geflecht da außenrum, das Ganze rum sitzt, da soll man eigentlich Störsignale, niederfrequente Störsignale ableiten. Die Geflechtschirme werden angeschlossen an Erde und diese Störungen von außen sollten generell einfach über das Geflechtschirm schon abgeleitet werden. Wie funktioniert jetzt die Abschirmung bei ungeschirmten Kabeln? Bei ungeschirmten Kabeln funktioniert es rein über die Verdrehung der Adernpaare, da werden wir nachher noch kurz drüber reden. Verdrillung der Adernpaare und da muss alles, was an gegenseitigem Störschutz sozusagen ist, alles über das Adernpaarsystem, das Verdrillungssystem abgefangen werden. Hat natürlich auch einige technische Nachteile, besonders wenn es in höheren Bandbreiten, höheren Frequenzbereichen hineingeht. Sie sehen unten schon die Bezeichnungen U-UTP und FUTP, SFUTP. Wo kommen diese Bezeichnungen her? Wollen wir mal ganz kurz einen Ausflug in die Welt der Normen machen. Es gibt eine Leitnorm sozusagen auf der Welt für strukturierte Verkabelungen. Die nennt sich ISO IEC 11801. Und diese IEC 11801 definiert auch diese Benennungen für die Kabel, die bei uns verwendet werden, in den Netzwerken drin. Und da steht eine feste Nomenklatur dahinter, was diese einzelnen Bezeichnungen, die einzelnen Kürzel, die einzelnen Buchstaben innerhalb der Abkürzung bedeutet.
Ich habe oben mal die beiden Bauformen herausgehoben, die es bei uns gibt, respektive die auf der Welt verwendet werden. Wie gesagt, was wir verwenden, sind eigentlich offiziell nach Standard definiert S-FTP-Kabel. Wofür steht dieses TP am Ende? Das TP steht einfach für das Kabelelement, das Twisted Pair, das verzwirbelte Adam-Paar. Um dieses Adam-Paar herum finden wir ein F, was hier ein Folienschirm eben darstellt. Und um das Gesamtgebilde, um die vier FTP sozusagen herum, ist das S, ist die Geflechtsabschirmung. So definiert man diesen Aufbau des Kabels und aus der Bezeichnung ist klar zu sehen, wie das Kabel aufgebaut ist. Dem steht natürlich gegenüber dem U, das UUTP, also auch wieder innen des Elementes gleich, ein Twisted Pair, also ein verzwirbeltes Pärchen. Allerdings dann U, völlig ungeschirmt, das Pärchen und auch ungeschirmt der Mantel außenrum, kommt nur noch der Kunststoff sozusagen zum Tragen. Da gibt es dann Zwischenformen, die man unten sieht. Da gibt es dann einen Folienschirm um die vier Pärchen herum, dann gibt es einen Folien- und Geflechtschirm um die vier Pärchen herum. Allerdings sind dann die einzelnen Pärchen nicht mehr abgeschirmt gegeneinander. Wie gesagt, verschiedenste Bauformen, die es da gibt, aber die populärsten sind eben diese beiden oben völlig ungeschirmt, beziehungsweise SFTP-Kabel, wie sie bei uns typischerweise eingesetzt werden. Was allen gemein ist, was man hier schon sieht, ist dieses TP, dieses Twisted Pair. Wo kommt dieses Twisted Pair her? Was bedeutet das? Warum übertragen wir Signale in einem Twisted Pair, also einem verzwirbelten Pärchen? Hat damit zu tun, wie man Datensignale sicher überträgt. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das funktioniert. Wie funktioniert die Signalübertragung im Twisted Pair-Kabel? Und der Ausdruck, der magische Ausdruck dahinter ist, es sind symmetrische Signale, die hier verwendet werden. Und diese symmetrischen Signale führen zu einem sehr sicheren System, wie man Daten überträgt. Ich habe noch eine kleine Grafik dazu gemacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Was wir hier sehen, ist auf der einen Seite mal die Netzwerkkarte, die sendet und auf der anderen Seite die Netzwerkkarte, die empfängt. Und was wir vorhaben ist, wir wollen das Signal, was hier am Sender ansteht, zum Empfänger darüber transportieren. Könnten wir jetzt über Koaxleitungen transportieren, mit Innenleiter gegen Außenleiter und so weiter. Oder wir transportieren das, was wir hier sehen, über zwei Adern, über ein Aderpärchen. Wir transportieren aber nicht dasselbe Signal über das Adernpärchen, sondern was wir machen jetzt einen Trick. Wir drehen auf dem einen Ader, auf der einen Ader drehen wir die Amplitude um, wir schicken das durch den Inverter durch und auf der zweiten Ader lassen wir einfach die Amplitude, wie sie ist und verstärken sie einfach nur und schicken sie rüber. Was jetzt passiert, wenn das Signal darüber läuft, dann endet es da hinten in diesem Differenzverstärker. Und wenn ich die Differenz aus dem Minussignal und dem Plussignal mache, mache ich wieder Minus, Minus, gibt Plus. Das heißt, dasselbe Signal, was vorne reingeschickt ist, kommt hinten wieder raus. Warum mache ich diesen Trick mit diesem Umdrehen des Ganzen? Mache ich deswegen, um es hier störsicher zu machen. Was passiert nämlich, wenn jetzt in diesen Adernpärchen diese beiden gegenläufigen Signale laufen? Dann passiert Folgendes. Es entstehen da drin gleiche, aber entgegengesetzt laufende Ströme. Diese entgegengesetzt laufenden Ströme erzeugen natürlich entgegengesetzt laufende Felder. Und wenn jetzt das Pärchen sehr schön symmetrisch ist, dieses Aderpärchen, werden sich diese Felder, die da jeweils herum entstehen um den einzelnen Leiter, gegenseitig aufheben. Das heißt, ich kriege keine Störung von meinem Aderpärchen nach außen. Das heißt, hier passiert nichts, dass ein Aderpärchen, was daneben liegt, gestört wird. Also dieser symmetrische Aufbau des Pärchens ist ganz wichtig für die Einhaltung der Parameter dahinter ist das sogenannte Übersprechen, dass wir hier nicht andere Aderpärchen auch noch stören damit. Also ganz wichtig, für den der Kabel installiert, das Pärchensystem nicht zerstören, nicht aufdröseln. Das ist von den Kabelbauern genauso gewollt, um sicher Daten übertragen zu können. Wo wird es noch praktischer sozusagen, dieses System der symmetrischen Übertragung? Praktisch wird es dann, wenn jetzt eine Störung kommt. Was wir hier haben, jetzt kommt eine Störung von außen auf unsere Signalleitung. Das heißt, so ein positiver Spike wirkt jetzt auf beide Adern unseres Übertragungskanales. Und wie wirkt sich das auf unsere Signale, die übertragen werden? Es wird sich in diesen Signalen sozusagen aufmischen, das Signal. Wenn es sich aufgemischt hat, erscheint das dann so, wie man es hier sieht. Das negative Signal kriegt diese positive Einbuchtung und das positive Signal kriegt diesen positiven Spike. Was passiert allerdings jetzt, wenn ich das hinten durch einen Differenzverstärker durchschicke, positiv, positiv,
wird zu Null. Und das ist der große Vorteil eben, dass hier die symmetrische Übertragung solche Störungen von außen sehr schön auch ausnullt durch das Übertragungssystem selber. Generell noch, was wichtig ist, kleiner Abstand der Leiter verkleinert die Impedanz und Störabstrahlung. Das heißt, umso dichter natürlich das Kabel beieinander ist, umso besser funktioniert diese symmetrische Übertragung. Deswegen auch diese Verdrillung, und die Verdrillung hilft auch, störende Einflüsse wirklich von außen auch sauber abzuhalten. Also bitteschön, der Datenkabel anschließt, nicht so viel an den Verdrillungen arbeiten. Wir müssen manchmal an den Verdrillungen arbeiten, wenn wir mit vorne und hinten unsere Komponenten anbauen wollen, damit wir auch kontaktieren können. Und dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Was haben wir denn für Komponenten, die wir anbauen wollen? Und da kennen wir alle natürlich das RJ45, das Steckgesicht, das Normsteckgesicht der Kategorie 3 bis 8.1 von 16 bis 2000 MHz. Was das mit den Kategorien auf sich hat, werden wir nachher gleich in der Tabelle noch sehen. Was ist heutzutage Stand der Technik, der Dinge? Was baut man heutzutage oder verbaut man heute für Anschlusskomponenten? Ich habe hier mal ein paar Beispiele, einfach nur klassischerweise solche Module, auf Englisch heißt das den Cable Jacks, Module, die direkt auf das Datenverlegekabel aufgebracht werden. Da braucht man keine große Verdrillung vom Kabel auf, sehr sicheres Anschlusssystem, sehr gute elektrische Eigenschaften, Hochfrequenzeigenschaften von Modulen, sehr gut. Eigentlich momentan der Standard im Anschließen. Und ich kann dieselben Module an beiden Enden des Kabels verbauen. Was habe ich für beide Enden? Ich habe einmal auf der einen Seite meinen Verteiler und auf der anderen Seite habe ich meine Raumdose. Das heißt, ich kann in diese, wie man sie unten sieht, in diese Verteilerleiste dasselbe Modul einklicken, was ich auf der Gegenseite dann auch in meine Dosenaufnahme sozusagen einklinken kann. Ich brauche nur ein System zum Anschließen. Ist, wie gesagt, momentan Stand der Dinge. Was hat jahrelang den Markt dominiert? Schauen wir uns mal das hier an. So hat es früher ausgeschaut und ist immer noch existent, aber ist eher am Verschwinden. Das waren eben Panels, in denen solche LSA-Leisten drin zu finden waren. In denen musste mit dem Krone LSA-Anlegewerkzeug, mussten dann die einzelnen Adern getackert werden. Dasselbe auf der Dosenseite, sieht man hier diese Auslassdose. Auf der Rückseite diese LSA-Leisten. Da gab es einige Dinge, die man beachten musste, dass man wirklich die Verdrehungen der Adernpaare nicht so weit aufgemacht hat, mit dem richtigen Werkzeug gearbeitet hat, dass man hier nicht beim Anschließen, beim Eintackern der Leitungen hier irgendwelche Schirmungen beschädigt hätte und so weiter und so fort. Auch die Abstände, wo höre ich mit meinem Schirm auf, ziehe ich die Blechfolie bis vor und solche Dinge, das waren alles Kriterien, die die Performance einer Anlage dramatisch verändern konnten. Und wenn man da nicht aufgepasst hat, dann waren eigentlich gute Komponenten plötzlich in der Strecke, die nicht funktioniert hat, die nicht durch die Messungen durchgegangen sind. Das hat man heutzutage nicht mehr bei den Modulen. Da ist man eigentlich weit sicherer in der Anschlusstechnik und wie gesagt auch sicherer in dem, was man nachher für elektrische Eigenschaften herausholt. Wie schaut das Gegenstück aus? RJ45, ich habe hier zwei Bilder von zwei Steckern. Das, was hier an dem gelben Ende zu sehen ist, klassisches Patchkabel. Normaler RJ45-Stecker mit Feder als Verriegelung, dass er nicht rausrutschen kann. Am Patchkabel, am flexiblen Kabel das Ganze angebaut. Das ist so die Verbindung dann zwischen dem Pendel zum Switch, beziehungsweise zwischen der Datendose im Raum und hin zu meinem aktiven Gerät. Auf der linken Seite sieht man ein bisschen Sonderfall. Das ist jetzt ein Industrie-RJ45-Stecker. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass er nicht 8 Pins belegt hat, Wie wir jetzt beim Datenkabel hatten, sondern hier sind nur 4 Pins belegt, 1, 2, 3, 6. Industriewelt ist noch sehr, sehr häufig mit 100 Megabit unterwegs, Profinet und so weiter. Da ist das Gigabit gerade so langsam am Einziehen, was wir in der Büroverkabelung, glaube ich, schon seit 1995 schon am Arbeiten haben. Ich habe noch ein Bild dabei von einem Stecker, aber diesmal das Bild von hinten von diesem Stecker. Warum? Dieser Stecker ist ein RJ45-Stecker, allerdings nicht fürs Patchkabel eigentlich gedacht, sondern hier kann bereits mein Verlegekabel, was wir eben vorher gesehen haben, direkt in den Stecker eingebracht werden. Das heißt, was man hier macht, ist ein System, das nicht aus Buchse-Buchse besteht, sondern nur auf der einen Seite eine Buchse hat am Verteilerpendel, aber dann bereits in einem Stecker endet, der in ein Gerät zum Beispiel eingesteckt wird. Man nennt so eine Strecke dann MPTL. Modular Plug Terminated Link, und die Aufgabe von so MPTLs ist,
ist Direktverbindung zum Beispiel von Access Points, von Kameras, von Beleuchtungen, alles, was über Ethernet gesteuert werden soll, wo man einfach keine Verbindungen haben möchte, wo noch eine Dose gesetzt werden muss und dann Patchkabel zur Kamera oder ähnliches. Aber wie gesagt, MPTL ist ein Thema für den nächsten Kursus, für den ersten fortgeschrittenen Kurs. Da werden wir uns diese Strecken auch ein bisschen genauer anschauen. Was bei R45 noch wichtig ist, die Farbbelegungen. Wir haben gesehen, die Datenkabel haben genormte Farben. Diese Farben findet man auch immer wieder in den Dosen da drin. Da oben am Panel sieht man schön. Und was lustigerweise gibt, es gibt von diesem Farbschema zwei. Es gibt ein Farbschema A und ein Farbschema B. Bei dem unterscheiden sich dann die ADAM-Paare 1, 2, 3, 6 in ihrer Farbe. Einmal ist das Grüne auf 1, 2 gelegt und das Orange auf 3, 6. Und beim anderen ist umgekehrt, Orange 1, 2 und Grüne. 3, 6 hat sich über die Zeit mitentwickelt, hat man nie geändert, hat gleichwertige Bedeutung und ist das, wo man eigentlich aufpassen muss beim Anschließen, wenn man wirklich auf beiden Seiten auch dieselben Farben anschließt. Die beiden Farbschemata sollten dieselben sein. Und man sieht hier beim Panel oben, da sind die Farben schon, da sind die eingedruckt, da ist ein Aufkleber drin. Auch bei dem Stecker, bei dem MPTL-Stecker, den man da hat, sind die Farben drin und man kann auswählen zwischen A und B. Wie gesagt, aufpassen muss man nur, dass auf beiden Seiten dasselbe Farbschema verwendet wird. Wollen wir noch einen schnellen Blick auf Stecksysteme werfen, die nicht R45 sind. Das sind diese hier. Die obere Stecksysteme, die beiden, der GG45 von Nexans und der Terra von Simon, sind beide Steckgesichter, die auch in der Norm für Stecker mit aufgenommen sind, gelten als Multimedia- oder High-Performance-Stecker, muss man fairerweise sagen, haben sich aber auf dem Markt nie richtig durchgesetzt. Und ich glaube, ihr Hauptproblem war einfach, dass sie erstens mal immer geschirmte Leitungen brauchen im Hintergrund, um die hohe Performance zu kriegen. Da fällt schon ein großer Teil der Welt durchs Raster. Und das Zweite ist, erstens, sie kosten auch einiges mehr. Und um noch einen Punkt dazu setzen, das Dritte ist, die aktiven Komponentenhersteller, Switchhersteller oder ähnliches, haben nie mit diesen Steckgesichtern gearbeitet, immer nur mit R45 und deswegen auch wahrscheinlich dieses Stiefmütter-Dasein irgendwo in einer kleinen Ecke mit ganz kleinem Marktanteil. Aber nur mal, dass man es gesehen hat. Das dritte Steckgesicht, was ganz unten ist, der MMC Pro, Schweizer Hersteller BKS. Ist auch so ein Multimedia-Stecker, der ist nicht in der Norm drin, ist allerdings auch weit besser als die Norm. Ist so der Lieblingsstecker der Messgeräte-Leute, weil er wirklich traumhafte Hochfrequenzwerte hat. Da hat jede Kamera so gute Hochfrequenzeigenschaften wie ihr eigener F-Connector-Coax-Stecker. Findet seinen Einsatz in Multimedia-Anwendungen, was sehr gern genommen wird, Heimverkabelung, wo man verhindern möchte, dass drei verschiedene Steckgesichter aus der Wanddose rausgucken. Aber wie gesagt, auch eben nur ein Minderheitsdasein gegenüber dem R45-Stecker. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was es alles gibt an Steckern, was man alles verwenden kann und was verbaut wird. So, jetzt haben wir die ganze Palette von Einzelkomponenten, haben wir jetzt schon mal gesehen. Und jetzt kommt eigentlich der Trick der Installateure. Was machen wir aus diesen einzelnen Komponenten, die wir hier haben? Daraus bauen wir Strecken. Und was wir hier sehen, das ist jetzt ein typischer Musteraufbau. Da ist jetzt alles mal drin an Strecke, was wir so haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Strecke, eine Installationsstrecke. Das ist die Verbindungslinie von Verteilerschrank raus zur Datendose. In meinem Sonderfall, was wir hier sehen, haben wir in die Strecke noch was mit eingebaut, einen sogenannten Sammelpunkt, nennt sich Consolidation Point. Und das teilt die Strecke nochmal auf in eine Sammelpunktstrecke und noch ein Stück Anschlusskabel hin zur Raumdose. Das Ganze, wenn auch die Patchkabel jetzt schon eingesteckt sind, nennt man dann Übertragungsstrecke. Und hier ist eine Übertragungsstrecke mit Sammelpunkt. Mehr zu diesen Streckendefinitionen, die es da gibt, werden wir nächste Woche im ersten fortgeschrittenen Kurs machen. Da werden wir uns detailliert mit diesen Eigenschaften der Strecken befassen. Wie lang darf so eine Strecke sein? Welche Performance-Level gibt es? Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist Ziel, solche Strecken zu bauen und diese Strecken nachher natürlich auch zu bewerten. Die Qualität dieser Strecke, wie wird das definiert? Definiert sich über zwei verschiedene Definitionsgruppen und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Da sprechen wir jetzt mal von Kategorien und sprechen von Leistungsklassen. Und hier diese kleine Übersicht soll mir zeigen, wie wir heutzutage Datenstrecken und Datenkomponenten einsortieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu definieren. Das Hauptkriterium, was wir haben, ist die Frequenz und die Bandbreite, die so ein Modul oder so eine Dose oder Kabel auch mitmacht. Da sehen Sie diese Einteilungen
1 bis 100 MHz, 250, 500, 600, 1000, 2000 MHz, das oberste Grenzfrequenz. Und, Entschuldigung, und daneben sieht man auch die Einteilung, wie das genannt wird. Man sieht die grünen Spalten, das sind amerikanische Standards, ANSI, American National Standards Institute, amerikanische Einteilungen von Komponenten, heißen CAT5E, CAT6, CAT6A, dann kommt eine Lücke mit 600.000 MHz und dann fangen die Amerikaner wieder an, die CAT8 zu definieren. Baut man jetzt aus Komponenten dieser einzelnen Kategorien Strecken auf, was wir vorher gerade gesehen haben, dann werden auch diese Strecken nach Kategorien bezeichnet, analog zu dem, wie die Komponenten aufgebaut sind. Das führt manchmal zu Verwirrung, wenn man Streckenbezeichnungen mit Komponentenbezeichnungen durchmischt. Und deswegen gibt es in den internationalen Standards eine klare Trennung zwischen den Einsortierungen der Komponente und der Definition der Strecken. Das heißt, die Komponenten werden auch im internationalen Standardsraum und auch im europäischen Raum als Kategorien bezeichnet. Allerdings, wenn man sie zusammenbaut, die einzelnen Komponenten, entstehen daraus Leistungsklassen. Und diese Klassen sind dann das, was auch getestet werden muss, was bewertet werden muss. Und die Einhaltung der einzelnen Strecken, die Klassendefinition der Strecken, definiert dann die Möglichkeiten, die man im Hintergrund hat, welche Anwendungen darüber gefahren werden können. Aber wie gesagt, mehr Details dann im nächsten Webinar zu dem Thema. Nur noch ein kurzer Überblick über die Verbindung zwischen diesen Leistungsklassen und den Anwendungen, die dahinter stehen. Ich habe jetzt hier eine Tabelle gemacht, welche Leistungsklassen, was man auf der linken Seite sieht, gibt es und welche Anwendungen brauchen welche Leistungsklassen. Was man dann sieht, gucken wir mal in die zweite Gruppe, da wo 1999 steht, und Ethernet 1000 Base T, unser klassisches 1 Gigabit Ethernet, was seit 99 definiert ist. Was braucht es für eine Bandbreite? Es braucht 100 MHz Bandbreite, also eine Klasse D-Strecke. Dann gucken wir mal ein Stück weiter nach rechts in die vorletzte größere Gruppe. Da steht drin Ethernet 10 Gigabit 10G Base T. Das ist 10 Gigabit Ethernet. Das ist das Ziel heutzutage, auf dessen man seine Datenstrecken konzeptioniert heutzutage. Versucht man 10 Gigabit Übertragung möglich zu machen. Was braucht dann ein 10 Gigabit Ethernet für eine Leistungsklasse? Da sind wir jetzt bei der Klasse EA angelangt mit 500 MHz. Und so sucht man sich aus den Anwendungsanforderungen aus, welche Performance muss meine Strecke haben, respektive welche Kategorien müssen meine Strecken, meine Komponenten, meine Bauteile entsprechen. Also wie gesagt, hier die Verbindung Anwendung, Leistungsklasse und dann in der Folie vorher eben, welche Kategorien und Komponenten braucht man. So funktioniert diese Hierarchie dort. Okay, wenn wir jetzt diese Strecken gebaut haben und haben jetzt Komponenten verwendet, definierter Kategorien, haben Strecken erhalten, definierter Leistungsklassen, dann wollen wir wissen, dass es auch wirklich funktioniert. Und da kommen wir jetzt ins Spiel als Hersteller von Messgeräten mit unseren Test- und Messlösungen dahinter. Okay, generell, was ist Testen und Messen? Sortieren wir mal die Stufen ein, die wir haben beim Testen und Messen. Das einfachste Testen, was es gibt, ist das sogenannte Verifizieren. Also diese Ausdrücke sind auch definiert. Verifizieren ist im Grunde nichts anderes wie der Grundtest der Verkabelung. Ich teste einfach, ob alle 8 Leitungen optional der Schirm auch richtig angeschlossen sind. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung in allen Daten kommunizieren, dass die Verkabelung funktioniert. Und das ist auch die Grundvoraussetzung des Testens. Die einfachsten Tests sind Verkabelungstests. Früher ist man dann gesprungen, wenn man dann seine Anlage dokumentieren musste, den Papier erzeugen musste, gleich zum sogenannten Zertifizieren. Zertifizieren, das ist das, was Sie vielleicht schon kennen, aus Protokolle kennen. Das ist jetzt die klassische Abnahme von Netzwerken mit sogenannten Zertifizierungsgeräten. Hier wird gegen feste Standards und Normen bewertet. Hier definiert man auch die einzelnen Strecken, Definitionen, die man hat, Installationsstrecke, Übertragungsstrecke und so weiter. Das geht hier auch ins Messen genau mit ein, was messe ich wirklich, welche Streckenteile messe ich. Und diese Messungen, die gemacht werden, sind nicht 3-4 Messungen, sondern wirklich 14, 15 verschiedene Messungen im niederfrequenten und hochfrequenten Bereich, die dann eben zu so einem Messprotokoll führen. Vor 10, 11, 12 Jahren sowas hat man eine Zwischenstufe eingebaut, zwischen Verifizieren und Zertifizieren, das sogenannte Qualifizieren. Beim Qualifizieren, da probiert man einfach aus, ob die Strecke die Anwendung überträgt, für die es vorgesehen ist. Also es wird nichts neutral gemessen, sondern einfach mal getestet.
Und wenn es eine gewisse Zeit lang funktioniert und keine Fehler entstehen bei der Datenübertragung, dann entsteht auch so ein Stück Papier, wo draufsteht, dass diese Strecke jetzt zum Beispiel 1 Gigabit Ethernet kann, 10 Gigabit, 2,5, 5 Gigabit, je nachdem, was man für Anforderungen hat. Das sind eigentlich die drei Hauptgruppen des Testens und Messens, verifizieren, qualifizieren und zertifizieren. Was noch dazu kommt die letzten Jahre, ist, dass man in die kleineren Geräte, ins Verifizieren und Qualifizieren, auch noch einige Parameter aufgenommen hat, die man braucht, um auch ein System in Betrieb zu nehmen, eine Anlage in Betrieb zu nehmen, wenn die Switche mal aufgebaut sind, um auch typische Startprobleme des Ethernets zu finden oder auch um Power über Ethernet nachzumessen, ob der Switch auch wirklich die Leistung liefert. Und das sind so Add-ons, die man gemacht hat, zu verifizieren und qualifizieren, was ich eben jetzt als vierte Größe sozusagen mit dazu gepackt habe. Kleiner Blick auf typische Verifizierer, Verdrahtungstester, die man hier so hat. Gibt es in verschiedensten Dimensionen und auch Möglichkeiten, die sie dann haben. Der kleinste da unten, den man sieht, der Cable Master 200 bei uns, typisches 50-Euro-Gerät, um Verdrahtungen durchzuklingeln. Hat allerdings das Manko, er kann zwar Verdrahtungsfehler erkennen, aber nicht sagen, wo das Ganze ist, weil er noch kein TDR oder ähnliches eingebaut hat. Wenn man ein professionelles Verifizierungsgerät haben möchte, dann guckt man ganz nach rechts, da steht jetzt ein Cable Master 600 oder 800, was wir im Angebot haben. Und die sagen mir auch gleich, wo die einzelnen Fehler sind. Ist es Vertauschungsfehler, Verdrahtungsfehler, was ist der Fehler, der dahinter ist, Kurzschlüsse und so weiter. Und wo ist das Ganze? Ganz wichtig schon mal. Und die können auch schon ihre Messbildschirme auch dokumentieren dahinter. Hier sieht man eben noch mal so ein Beispiel von dem kleinen Verifizierer von dem Cable Master 200. Er zeigt mir alle Fehler an, die Kurzschlüsse auf 1, 2, die Unterbrechung auf dem Adampaar 7, 8, die da beim 7er ist. Bei 6, 4, 5 habe ich geschafft durchzukriegen. Aber wie gesagt, es fehlt mal die Angabe der Längen, wo die Probleme sind. Aber wie gesagt, dafür muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben. Dann landen wir bei solchen Geräten und die zeigen halt wirklich genau an bei einem Verdrahtungstest, beim passiven Testen, wo, nach welcher Streckenlänge ist welches Problem. Auch hier Farbdisplay und die ganzen Farben schon richtig dargestellt. Also da steckt schon mehr Praxisorientierung dahinter dann. Auch hier schon die Kombination mit der aktiven Verifizierung, mit der Verbindungsaufnahme zum Switch, zum Netzwerk, um direkt hier auch schon Aussagen zu treffen. Funktioniert PoE? Kann ich mich verbinden? Kriege ich eine Adresse, DHCP und so weiter und solche Dinge. Qualifizieren. Gucken wir auch mal schnell drüber, was Qualifizieren macht. Qualifizieren. Da werden jetzt verschiedene Tests zusammengeschaltet und die verschiedenen Tests ergeben mir dann eben die Aussage, ob eine Anwendung drüber funktioniert. Wichtiger Punkt, Signal-Rauschabstand. Wenn das Rauschen auf einer Leitung zu hoch ist, dann werde ich keine hochfrequente Datenübertragung drüber kriegen. Ist das Rauschen ein Bereich, wo es passt für meine Anwendung, beginne ich mit diesen Messgeräten oder Testgeräten auch dann wirklich Datenverkehr hin und her zu schicken. Und das ist definiert in den Standards der Übertragungsprotokolle, wie lang muss Datenverkehr fehlerfrei funktionieren, um die Aussage treffen zu dürfen, dass diese Strecken diese Anwendungsgeschwindigkeit beherrschen. Und auf diesem Grundprinzip funktioniert ein Qualifizierungsgerät. Und wie gesagt, was ich geschrieben habe, alle gute Dinge sind vier. Man versucht, möglichst viele Tests auch hier zusammenzupacken, um die Wahrscheinlichkeit, die Genauigkeit des Ergebnisses sehr, sehr hoch zu kriegen, die Aussage hoch zu kriegen. Was man hier noch sieht, gucken, ob die Animation durchgeht, auch auf der Empfängerseite. Hier sieht man auch noch ein Parameter, der wichtig ist. Die Laufzeitverhältnisse müssen bestimmt werden zwischen den einzelnen Adampaaren. Also man kombiniert mehrere Einzeltests, um eine Gesamtaussage zu bekommen. Und wie gesagt, auch diese Geräte sind eben ausgestattet dann mit aktiver Fehlersuchmöglichkeit. Und da sieht man hier jetzt mal so eine Auflistung der aktiven Fehlermöglichkeiten, dass man guckt, funktioniert PoE, DHCP läuft, Pings, ich kann einzelne Adressen anpingen oder eine ganze Liste erstellen und so weiter. Mehr zu diesem Themenblock aktives Testen haben wir auch ein eigenes Webinar. Genauso wie wir ein eigenes Webinar auch für die Verifizierer haben, habe ich vorher vergessen zu sagen. Also gucken Sie die Liste durch, die im Anhang ist, was es als an Zusatzwebinaren noch gibt. Das hier soll nur, wie gesagt, einfach die grobe Übersicht, der Grundstart sozusagen sein in diese Thematiken hinein. Was schön ist auch beim Qualifizieren, da fällt hinten Papier raus. Das heißt, ich kann meine Tests auch dokumentieren, ich kann meine Strecken dokumentieren. Für kleinere, mittlere Anlagen absolute Top-Lösung sowas. Wo wollen wir eigentlich hin? Zertifizieren, die klassische Abnahmemessung. Also zertifizieren, das sind jetzt genormte Abnahmemessungen von Netzwerken. Da werden mit vielen Einzelmessungen die einzelnen Parameter definiert. Und wenn alle Parameter der Norm entsprechen, dann sagt man, diese Strecken funktionieren.
Standards und Normen, wie gesagt, da kommen eben die Grenzwerte auch her. Da gibt es ganze Palette von Standards und Normen. Ich werde nachher schnell zwei Bilder zeigen über Normen, aber nicht darauf eingehen, wo wir uns da bewegen. Und hier nochmal das Thema Streckendefinitionen. Da unterscheidet man eben, welche Art von Strecken ich messen will. Installationsstrecken, was man verbaut hat, Übertragungsstrecken, wo die Patchkabel mit dabei sind. Dann im industriellen Bereich, wenn wir sehen, Ende-zu-Ende-Strecken. Oder diese MPTA-Strecken, wo auf einer Seite eine Buchse ist, auf der anderen Seite ist ein Stecker. Und wie gesagt, das gehört alles zum Zertifizieren, das muss beim Zertifizieren alles berücksichtigt werden. Und wo bewegt sich das Zertifizieren generell in der Welt der Normen? Also wie gesagt, ich will ja nicht groß darauf eingehen. Man sieht hier in den blauen Spalten, das sind die Normen, mit denen sich die sich mit den einzelnen Komponenten beschäftigen. Dann gibt es die gelbe Normengruppe, die beschäftigt sich mit dem richtigen Anschließen der Komponenten an die Kabel. Und was wir dann machen beim Zertifizieren, wir messen nach, ob die grüne Spalte erreicht wird. Das heißt, wenn ich Kabel und Komponenten verbinde, dann entsteht daraus eine Verkabelung. Und diese Verkabelung muss gewisse Grenzwerte erfüllen, um später Anwendungen übertragen zu können. Und das ist das, was wir beim Zertifizieren nachmessen. Und was einer kennen muss, der Zertifizierer benutzt, ist diese Übersicht, wo die einzelnen Leistungsstufen, die Bandbreiten der Netzwerke hinterlegt sind. Und das muss man aus dem Messgerät anwählen können, um zu sagen, ich messe jetzt ein Netzwerk bis 500 MHz Bandbreite, auf dem ich dann 10 Gigabit übertragen möchte. Das ist so die Grundausstattung des Zertifizierens. Aber wie gesagt, kommen wir noch im eigenen Webinar dazu. Was messen wir generell hier? Einfach mal eine Übersicht über die einzelnen Parameter, die so ein Zertifizierer abgrasen muss. Im Wesentlichen unterscheidet man das Ganze in drei Gruppen. NF-Parameter, niederfrequente Parameter, Hochfrequenzparameter und daraus aus diesen Messwerten, die oben ermittelt wurde, berechnete und abgeleitete Größen. Und das Messgerät bietet verschiedene Darstellungsformen für die jeweiligen Parametergruppen. Was wir hier zum Beispiel sehen, das sind typische Messbildschirme für niederfrequente Parameter, wie wir es kennen, Verdrahtung, Widerstand, Länge, Laufzeit und Laufzeitunterschied. Einfach tabellarische Darstellungen, so sieht man es auf dem Messgerät. Dann gibt es dasselbe noch für die Hochfrequenzparameter. Da habe ich mir einen Parameter rausgegriffen, ein sehr prominenter Parameter, das sogenannte Nah-Nebensprechen, Nah-Nebensprechdämpfung, Nearing Cross to Next. Hier sieht man meinen Zusammenfassungsbildschirm auf der ganz linken Seite vom Messgerät. Dann, wenn man eine Ebene tiefer geht, zeigt es mir die ganzen Messungen, die gemacht wurden. Und da kann ich jetzt zum Beispiel den Next-Parameter mir rauspicken und dann sehe ich, das sind hier dynamische Messungen, die über den Frequenzbereich abgedeckt werden. Oben sieht man die Grenzwertkurve, gegen die die Bewertung stattfindet. Und diesen Wust an Kurven in den Gesamtkurven da drin, den 12 Kurven, die kann ich auch einzeln darstellen und kann mir einzelne Kurven gegen die Grenzwerte zum Beispiel anschauen. Und was noch geht bei diesen Hochfrequenzparametern, ist eine Fehlersuche über einen sogenannten Locator, dass man auch zuordnen kann, wo passiert denn das Übersprechen, wo passiert denn die Reflexion da drauf. Also wie gesagt, das ist Thema des nächsten größeren Webinars nächste Woche, wo wir dann genau diese Parameter alle zerlegen werden, um eine klassische Zertifizierung zu sehen. Wo wollen wir hin, haben wir vorher schon mal gesehen. Das ist so das Tagesziel, was wir dann haben wollen, wenn wir zertifiziert haben. Das sind typische Berichte, hier ein paar verschiedene Medien auch mal dargestellt. Auf der ganz linken Seite eben typisches Kupferprotokoll mit einem schönen Bestanden drauf, so wollen wir das haben. In der Mitte eine Koax-Strecke, die gemessen wurde. Auf der linken Seite sieht man noch zwei Glasfasermessungen. Man kann diese Zertifizierungsgeräte auch für Glasfasermessungen hernehmen. Werden wir aber, wie gesagt, in eigenen Webinaren noch abdecken, das Ganze. Da unten das kleinere ist eine Zusammenfassung, ist eine Darstellungsform, dass man so quasi eine Inhaltsangabe seiner Tests auch zu den ausführlichen Protokollen dazu packen kann. Okay, das soll von mir gewesen sein an der Stelle vom technischen Teil. Nochmal eine Folie, die Sie daran erinnern sollte, an unsere Online-Webinare, die wir heuer eben durchführen. Da unten auch nochmal der Link, wo Sie sich selber ein bisschen schlau machen können, wie Sie da reinkommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen würden zu den nächsten Webinaren, auch zu den nächsten Webinaren anderer Themen und so weiter. Ansonsten, glaube ich, bin ich jetzt recht zeitig durchgekommen. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin und jetzt noch Fragen. Und jetzt hole ich mir meinen Kollegen wieder ins Bild, der jetzt fleißig die Fragen im Hintergrund dokumentiert hat, aufgeschrieben hat und beantwortet hat auch schon. Ja, danke Alfred. Sorry, es gab wohl bei dem einen oder anderen so ein bisschen Fokusprobleme mit der Kamera. Kann sein, dass wir eine Einstellung nicht richtig getätigt haben.
Wir haben, glaube ich, keinen festen Fokus, eher einen dynamischen Fokus. Sorry, wenn Sie da ein bisschen hin und her schwanken mussten, aber das ist okay. Ja, da war eine Frage. Jetzt muss ich hier erstmal in meinem Dings. Welche Norm muss ich am Messgerät einstellen, beziehungsweise nach welcher Norm muss ich überhaupt messen? War eine Frage. Und das ist jetzt ein großes Themenfeld, was hier aufgeht. Also die Normen, die man am Zertifizierungsgerät einstellt, richten sich natürlich daran, welche Komponenten verbaut sind, welche Anwendung dahinter steht. Mein Beispiel war eben, ich brauche die Norm Klasse IA für 500 MHz Messungen, um 10 Gigabit zu realisieren. Welche Messungen schreiben Normen vor? Da gibt es die 50.174 zum Beispiel bei uns. Da gibt es sowas wie Qualitätsplan, was man erstellen müsste bei einer Anlage. Und der Qualitätsplan definiert mir dann, dass ich messen muss, sozusagen. Es ist kein Gesetz, dass man messen muss, aber in dem Moment, wo es Vertragsbestandteil wird zwischen dem Installateur und dem Kunden, ist das Messen automatisch definiert damit. Okay. Dann kam die Frage, ja, das ist eine gute Frage, wo kann ich nachlesen, wie viel Megahertz, wie viel Megabit sind? Oh, das ist interessant, das kann man nachlesen, wahrscheinlich im Internet, wie überall, weil Megabit entspricht nicht Megahertz, das hat mit Codierverfahren zu tun, mit Verschlüsselung zu tun, mit Komprimierung zu tun und so weiter. Ich würde es wahrscheinlich im Internet irgendwo suchen, da gibt es sicher auch für die Einzelnen. Ja. Offiziell nachlesen kann man sowas in den Übertragungsstandards, weil da steht drin, welche Megahertz-Bandbreitenanforderung welches Übertragungsprotokoll mit seiner Megabit-Geschwindigkeit braucht. Aber wie gesagt, da muss man halt Zugang haben zu den IEEE-Standards. Zur Not war das, glaube ich, auch auf einer von deinen Folien mit drauf, oder? Ja. Genau. Dann war die Frage, du hattest verschiedene Messgeräte gezeigt und kann man bei allen PIN genau die Unterbrechung feststellen, war eine Frage, weil da hatte einer mal, ich glaube, auch ein Gerät von uns, glaube ich, ein kleineres Gerät, ein sehr günstiges Gerät und da meinte er, dass er nur paarweise das Gerät. Die meisten Geräte machen wirklich paarweise, wobei PIN, das klingt so fancy, aber es ist immer ein Paar betroffen, was da nicht funktioniert. Und wenn ich den PIN sehe, ich sehe das irgendwo am Anfang sozusagen, fehlt mir ein PIN. Dann gucke ich eh rein und mache die ganze Dose auf und sehe halt alle meine PINs wieder vor mir. Also der Zertifizierer auf alle Fälle macht das PIN genau. Der sieht man da drüben. Der macht es PIN genau. Die kleineren machen es Paar genau, wobei Paar eigentlich völlig ausreichend ist. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob noch mal was reingekommen ist. Dazu muss ich jetzt mal wieder aus dem Bild. ob noch was zwischenzeitlich reingekommen ist, während ich hier mal die Fragen sortiert hatte. Nein, da ist nichts mehr reingekommen. Nein? Okay. Das war's dann von meiner Seite, von den Fragen her. Ja, dann bleib auf deiner Seite und ja, genau. Dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen jetzt im Nachgang haben, hier finden Sie unsere Kontaktdetails, sprechen Sie mit uns, rufen Sie uns an, schicken Sie E-Mails und was uns am meisten freuen würde, kommen Sie nächste Woche wieder oder diese Woche am Donnerstag noch zu Glasfasergrundlagen. In diesem Sinne, machen Sie es gut.